So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Factorio mit mir, dem Lufo. Und ja, es ist eine Weile her. Ich wollte mal kurz das Mikrofon ein Stück nach oben machen, sodass man mich besser hört. Und hier ist gerade die Research fertig geworden. Ich wollte ja Züge und so weiter anfangen, diese Folge. Nuclear Power, das habe ich noch nie vorher gemacht. Deswegen bin ich mir nicht so wirklich sicher, wie das alles funktioniert. Ich will auf jeden Fall das Logistiksystem haben. Wir haben aber gerade nur bis, ich glaube, blaue Wissenschaft, ne? Ja. Machen wir so lange mal das hier. Und ich habe ja gesagt, wir wollen uns um Züge kümmern. Ich will mich aber auch eigentlich gleichzeitig um Eisen kümmern. Die Frage ist aber, kann ich das hier mit einem Gürtel einfach hochziehen oder soll ich da einen Zug langfahren lassen? Ich glaube, wir lassen einen Zug machen, oder? Das heißt, ich muss mich gerade erstmal wieder zurechtfinden, ein bisschen hier. Wir brauchen auf jeden Fall, hier haben wir noch 22 und 50, okay. Wir haben aber keine normalen Steine hier drauf. Ups. Das wollte ich gar nicht. Nee, haben wir nicht. Ich würde aber eventuell die dann hier draufziehen. Die normalen Steine. So. Na komm. So. Wo kommen die denn her? Von hier so irgendwie, ne? Wobei ich könnte ja einfach. Ich könnte ja einfach so machen. Nochmal so, dann haben wir eine bessere Verteilung. Und dann kann ich. Dann kriegt sozusagen das Steinback-Setup immer genug ab. So. Ich muss mehr davon haben. Wir brauchen mehr Eisen. Eisen ist gerade echt problematisch. So. Dann so und. Ups. Hallo. So und so. Und du kommst. So und so. Dann wird das hier im Moment. Das wird hier gerade angegriffen, kann ich nicht sehen. Okay, schade. Dann kommt das hier lang und dann. Ups, so. Dann können wir es eben mitnehmen. Ich ziehe es einfach mal bis so weit, wie es geht. Sowas in die Richtung. Was habe ich denn hier für ein Gefummel angestellt? Hier kommt noch eine Linie, bis hier so. Das heißt, die Kohle könnte eventuell besser so verlaufen, oder? Wenn wir da so machen. Na, wobei, da muss ich gar keinen Tunnel hinmachen eigentlich. Da kann man eigentlich direkt so und dann Tunnel unten drunter durchführen. Da habe ich jetzt keinen mehr. Ist ja auch egal, erstmal. Wir brauchen das gerade nicht. Es geht mir jetzt erstmal nur hier rum. So. Ich glaube, wir kümmern uns echt erstmal um Züge und machen dann das Eisen, weil die Züge können das Eisen ja relativ schnell hier antransportieren. Das heißt, ich ziehe das mal bis hier rüber. So, die Frage ist, wie machen wir, weil für Gleise braucht man Stahl, Eisen, Stangen und Stein.
Das heißt, hier kommt auf jeden Fall Stahl. Und Eisen. Wie viel braucht man dann? 1, 1, 1, 1, okay. Okay. Machen wir folgendermaßen. Moment, habe ich Steine dabei? Nee, ne? Gib mir mal bitte ein paar hiervon. Mal ganz kurz hier. So. Doch, ich hatte offensichtlich Stein dabei. So. Das heißt, das hier können wir wieder wegmachen. Und dann würde ich gerne das erste Teil hier so in die Richtung hinstellen. Gut. Und dann kann hier das so kommen. Wobei noch eins höher, ne? So. Und dann brauchen wir wieder mehr davon. Weißt du was? Ups. So, und dann das. So, ich brauche mehr hier oben, ne? Ich brauche ganz dringend dieses Requester-Network und so weiter. Ich habe keinen Bock, hier immer manuell rumzulaufen. So. Das Eisen ist echt ein Problemchen hier. Das ist echt ein Problemchen. So. Und dann kommt von hier Stein und Stahl. So, das heißt Eisen. Komm, weißt du was? So. Und dann machen wir mal hier Stahl. Hä? Gerade ein bisschen verwirrt, Moment. Ups. Hör auf, da rumzufahren. Ich glaube, Stahl lasse ich hier auf zwei Linien laufen, oder? Ne, das geht gar nicht. Vier. Das geht nicht, okay. Das heißt, eventuell müssen die roten auf ein anderes Ding verlagert werden. Das ist ja erstmal Latte jetzt. So. Und Stahl. Und dann brauchen wir noch die Steine. Ups. Das fixen wir dann später noch, weil ich habe da momentan sowieso noch nicht vor, irgendwas Dickeres hinzubauen. Dann machen wir Folgendes. Hier machen wir... wo haben wir dann die Eisenteile? Da. Und hier machen wir Gleise. Dann machen wir das gleiche hier. Habe ich eventuell noch Griffel dabei? Nee, ne? Machen wir ein paar davon. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, ob ich die irgendwo automatisch herstellen lasse oder nicht. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so lange. So. Und du griffelst so und du so. Das ist jetzt irgendwie nicht so geil mit dem...
Mit dem Strom, ne? So, 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 so. Und wo ist das Problem? Hier. Gut. Und dann noch lange Griffe. So. Und dann machen wir mal. Ups. Haben wir Stahlkisten? Jetzt haben wir welche. Und dann würde ich sagen. Schon wieder keine Griffler mehr, ne? Ach, Handcraften, da geht einem auf den Sack hier langsam. So, na, so. Dann sollte jetzt alles funktionieren, oder? Dann können wir hier outputten und hier outputten. Und du machst das und, ups, du machst das. So, dann hätten wir Gleise gelöst. Dann brauchen wir Cargo Wagon. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache Züge mit einer Lokomotive dran und vier Wagen. 1, 2, 3, 4 und 20 Motorblöcke. Kann ganz kurz so machen. So. Dann brauchen wir zwei Zugstationen natürlich. So. Und wir brauchen auch noch so Signale. Das mache ich aber dann später, weil solange wir nur einen Zug haben, ist das erstmal egal. Und dann muss ich mir überlegen, wo baue ich den Bahnhof am besten hin. Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen ja irgendeine Stelle, die relativ gut ist, um die ganzen Fabriken zu beliefern und so. Das heißt am besten links. Mal kurz gucken gehen hier. Aufpassen, weil wir hier Dings drin haben. Solid Fuel, das heißt, es fährt ganz schön schnell jetzt die Karriere. So, hier wäre doch ein guter Spot, oder? Beim Bahnhof. Und eventuell das hier wieder verlegen, aber so generell. Doch, ich glaube, wir bauen das hier hin. Gehe ich kurz zurück und hole ein paar Gleise ab. Oh Gott, ey. Uah. Weißt du was, wir machen einfach mal hier Zugbremsen. Ich hole mir mal eben ein paar Gleise. 470 Stück. Das ist doch okay. Damit kann ich arbeiten. So. Dann wollen wir mal. Okay. Ganz kurz gucken. Wir brauchen hier. Das ist Wasser, ja, ne? Das heißt, ich sollte auf jeden Fall eher hier. Dann haben wir auch noch mehr Platz für Schmelzer. Hä, was blinkt da unten? Eine Sekunde. Oh shit. Was blinkt hier unten? Wir haben keinen Kohle-Input. Ach so, das ist, weil der noch nicht angeschlossen ist. Natürlich. Ah, siehst du, das zieht jetzt die ganzen Steine weg, die ganzen Gleise. Gut, ist jetzt aber erstmal wurscht. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier den Bahnhof hoch. Ne, das sind gar keine. Ah, ne, die sind leer. Die sind leer. Okay, das ist aber nicht schlimm, weil dann kann ich das nämlich wegmachen. So. Moment. So. Zack. Dann kann ich anfangen, hier den Bahnhof zu bauen. So, dann wollen wir mal gucken, ja. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich fange mal auf der Höhe hier an.
Dann kann man den nach oben hin ausbauen. Ja, wir machen mal von hier aus so. So, was in die Richtung? Dann gucken wir mal kurz, wie lang das ist hier, wenn ich hier jetzt die Lokomotive hinstelle. Und dann 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir mal Kohle da rein. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal rückwärts ein Stückchen. Und dann machen wir hier mal die Station hin. Tomading. Machen wir mal. Ups. Basis. Eisen. Ankunft. Sowas in die Richtung. Und dann würde ich sagen, machen wir mal so ein Grau oder so. Sowas. Das ist eher lila, ne? Egal. Hier machen wir dasselbe. Ein grauer Zug. Kann ich den Zug benennen? Ne. Da ist Kohle drin. Und dann würde ich sagen, automatisch machen wir Basis Eisen bis Inventory Empty und fahr dahin. Gut. Und dann gehen wir aus der manuell raus. So, wo ziehe ich jetzt das hin? Ich würde sagen, wir ziehen das hier nach oben. Und dann kann ich hier eine Kurve machen nach da. Das können wir einladen und dann machen wir hier wieder eine Kurve zurück und fahren wieder nach unten. Das heißt, wir müssen aus dem Bahnhof so. Wenn ich dann Züge habe, die wieder nach unten fahren sollen. Habe ich hierfür einen Blueprint zufällig? Ups. Ich glaube, ne? Nee. Shit. Ich dachte, ich hätte einen Blueprint gemacht für. Na gut. Weil ich muss das mit den Kreuzungen und so weiter auch richtig hinkriegen, deswegen. Ich glaube aber, es war so, ne? Dass der Abstand dazwischen. So war. Ich glaube, das stimmt so. Und dann kommen Züge hier runter und die können dann eine Sekunde bis hierhin. Dann biegt es von hier aus ab. Moment. Ich glaube, da muss ich eins weitergehen, dass es richtig wird oder so, ne? Oder zwei, sowas. Ich meine, das ist ja auch eigentlich egal. Es geht ja nur darum, dass sie. Nee, das muss sogar weiter nach unten gehen. Okay, Moment. Ups, so viel sollte es eigentlich nicht abreißen. Was haben wir denn jetzt? Breaking Speed. Weißt du was? Erforschen wir mal nuklear. Nur so, dass wir es haben. So. Und dann. Wie ist das am besten? Von hier aus muss. So. Sowas in die Richtung. Das heißt, das hier muss nicht mehr weggemacht werden. Das wird jetzt aber trotzdem weggemacht aus irgendeinem Grund, weil ich es nicht canceln kann. So. Da hätten wir unseren ersten, ja, ich weiß nicht, ob man es Bahnhof nennt oder was, hätten wir dann hier fertig. Ich würde gerne dann noch eventuell, na da, wo ist es hin? Da unten.
Weißt du was? Ich setze hier so ein Radar rein. So. Und so. Da hätten wir das. Kann ich hier noch Verteidigungstürme dazu machen? So. Und dann können wir uns das kopieren. Können wir uns das kopieren und können dann das woanders einkleben und dann haben wir den ersten Bahnhof. So, Freunde. Ups, sorry. Das war es jetzt von dieser Folge. Wir haben im Prinzip die Züge fertig gebaut dadurch. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao. Ey Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Links findest du einmal mein letztes Video und einmal eine Empfehlung von meiner Community. Wenn du den Kanal unterstützen möchtest, kannst du natürlich auch gerne abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen oder mir bei Twitter folgen, um immer up to date zu bleiben, was ich so mache. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.